der Bundesliga. Am Mikrofon Barney Beugmann und Frank Buschmann. Deine Analyse zu Borussia Dortmund heute, Frank. Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. So, hier kommt jetzt die Prognose zum Spiel, zum Champions League-Spiel Bayern gegen Dortmund. Jetzt habt ihr es ja auch schon einlaufen sehen. Und ich werde jetzt gegen den Daniel spielen, der wird Dortmund spielen und ich werde Bayern spielen. Hallo. Und im Wembley-Stadion. Ja, genau, wir sind jetzt auch hier im Wembley-Stadion, wie es in Wirklichkeit auch sein wird. Ist es ja auch so. Und mal schauen, wie unser Spiel ausgeht, mal schauen, wie das reale Spiel ausgeht und ja. Viel Spaß beim Zuschauen. Aber wir können danach leider keinen Pokal zeigen. Ja, wir haben schon ein bisschen rumprobiert, ob man am Schluss dann den Champions League Pokal zeigen kann. Es klappt aber leider nicht. Zumindest sind wir zu dumm dazu. Kann schon sein, dass es irgendwie klappt. Oh. Also mal ganz ehrlich, so hältst du keinen Angreifer. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Boah. Er straucht, er wand. Oh. Und Pass. Boah, der ist drüber gesprungen, geil. Und. Schuss. Oh, ganz knapp drüber gesendet. Oh. Dann steigt er auch nicht so weit nach oben. Pischek. Komm, geh hin. Geh hin. Oh, der bekommt den einfach nicht. Wow. Ja, kein Foul. Alter Schwede, kein einziges Foul. Komm, passt gleich wieder. Und weiter geht's. Oh, der BVB hat ihn erwischt. Und irgendwie hängt's gerade ein bisschen. Entschuldigung dafür, aber es liegt ein bisschen an der Aufnahme. Ah, das ist ja scheiße, wie das hängt. Oh mein Gott. Grätsche! Lewandowski. So, und werde ich ihn noch erwischen. Meine Grätsche ist nichts. Oh. Neuer hält ihn. Und da passt er zu dem weiteren Spieler. Und da wird er vom. Oh, der wird er doch nicht vom BVB-Spieler. Wow, er hat ihn oft erwischt. Ey. Götze. Und ein Steilpass. Nein! Die Chance. Oh, da muss er umhauen. Da bekommt er einfach keine Chance, ihn umzuhauen. Oh. Ganz knapp. Oh. Mein Gott. Das ist so schlecht nicht. Trotzdem. Nein, was mache ich? Oh, bin ich schlecht. Wow, eine Sau versprungen. Ach du Scheiße. Geht ja gar nicht. Dann Müller. Das ist so schlecht nicht. Trotzdem. Hat er doch gerade schon gesagt. Noch Achtung, wir wissen es. Boah. Das war ein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser funktionieren. Wie der halt immer so mit drin. Geht in Steuer, ja. Ja, ach was. Ja. Und der grätscht in den Gegner hinein. Man trifft ihn nicht. Nein, was machst du? Lewandowski. Schlechter Bayern-Spieler. Abseits. Ach, von dir? Ach ja, stimmt. Nee, von dir. Ja, ich habe jetzt gerade das nicht so richtig gerafft. So, wohin soll ich denn passen? Ich würde mal sagen, zu dem. Ah, jetzt grätscht er da wieder rein, das ist doch so ein. Und dann bringt er den Fuß noch dazwischen. Hä? Welcher Fuß? Da war doch ein Fuß dazwischen. Bewegt den Ball. Und jetzt starten sie. Boah, ungenietet. Gelb bis rot. Oh. Da hast du aber Glück gehabt. Ja.
Aber das ist allgemein sehr leicht eingestellt, weil der war richtig voll umgenietet eigentlich. Ich habe da noch nie eine rote Karte gehabt. Was? Um genau zu sein. Schon ganz oft. Nein, das ist mein Ball. Grätsch die ganze Zeit so richtig schön. Bluthochdruck ist nicht so gut geeignet. Und Piszczek, dieser Mann, der ackert und arbeitet einfach überall. Mal im Aus, gibt ein Wurf. Sind dir die Trainer auch nachgemacht, wie sie in echt sind bei den Mannschaften? Ja, ne? Ne, ich glaube nicht. Und das 1-0 von Marco Reus in der 41. Minute. Dann Marco Reus, 1-0 zur Halbzeit wahrscheinlich, 41. Ja. Ich glaube kaum, dass ich noch ein Tor reinbringe. Nicht schlecht. Und aber hat mir sofort der Ball abgenommen. Diese Dortmund, das ist so gut. Jetzt sind die anderen alle. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Was ist dein Tipp zum Champions League Finale? Was ist mein? Dein Tipp zum Champions League Finale. Was für ein Tipp, wie es ausgeht? Ja. Ich würde sagen 3-2 für Dortmund, auch wenn es jetzt bei uns nicht so ausgeht, aber ich schätze mal, es wird so sein. Ach du Scheiße, hab ich draufgezogen. Hast du jetzt geschossen? Ja, da ist er halt rot. Dann musst du flanken. Oh. Ich hab geschossen, ja. Ja. Ich bin zu 8 geschossen. Naja. Ich hoffe, dass Dortmund gewinnt, aber. Ich hoffe auch, dass Dortmund gewinnt. Ich glaube, dass der Sieg an Bayern gehen wird. Ich glaube nicht. Dortmund ist einfach irgendwie besser, glaube ich. Auch wenn Bayern jetzt gerade in der Bundesliga besser ist, sag ich trotzdem das. Also, Dortmund kommt als Außenseiter rein. Schüsse, okay. Schüsse aufs Tor hatte ich keinen einzigen. Die berühmte Schussgenauigkeit von dir. Ja, die berühmte Schussgenauigkeit. Nicht schlecht. Aber der eine Schuss war nicht mal schlecht. Ja, ein Schuss, ja. Ich würde sagen, es geht weiter mit der neuen Halbzeit und wir haben gestern gewonnen. Ja, wir sind immer noch in London. Was für ein Wunder. Wer hätte gedacht, dass wir immer noch in London sind? Man wechselt doch normalerweise immer das Stadion, oder nicht? Vor allem beim Champions League-Finale. Geht es doch immer so, oder nicht? So. Oh, ich hab gegrillt. Kann man hier eigentlich auch zu mehr, also mehr spielen nicht nur jeder eine Mannschaft. Dass jeder ein Spieler ist, wenn man jetzt in das Internet spielt. Keine Ahnung. Das wäre ja cool. Das bringt's nicht. Wenn du zu 2. Nicht so viel reden, das 2-0 in der 53. Minute von Robert Lewandowski. Ja, nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch 2 schießen oder musst du noch 1 schießen und dann ist perfekt. Dann habe ich es richtig gewettet. Schon mal wenigstens bei uns. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Das wäre wirklich nicht so schlecht. Er grätscht hinein. Oh, ich sprinte voll und es bringt einfach mal nichts. Oh, ich habe ihn noch weggenommen. Rückfallzieher nicht erwischt. Das wäre ein Traumtor gewesen. Oh, ich habe... Ah, scheiß falsche Taste. Ah, oh Mann, ja, es gibt einen Gott, leider. Boah. Blaschikowski. Oh, alter Schwede. Ich sag doch, die Dortmunder sind saugut. Sag's doch. Ich glaube auch, dass das in echt so ist. Konter. Und er holt sich da draußen den Ball. Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Und da hat er ihn, und da hat er ihn, und da hat er ihn, und da hat er ihn gepasst. Und da haben schon wieder die Gegner ihn. Boah, der Neue ist richtig gut. Hey, wo passt der? Warum passt der ins Aus?
kommen, anbieten. Da schön. Unten. Da dürfte nicht angeboten werden. Ach, Dani, werf halt einfach ein. Krass. Das war daran krass. Voll umgenietet. Fand ich. Oh, und hau ihn weg, hau ihn jetzt endlich weg. Elf ja. Meter für Dortmund. Nee, nein, scheiße. Ach komm. Wo bin ich? Wo bin ich? Hier bin ich. Was war denn das? Tja. Was war denn das? Nee, das war gar nichts. Oh, ich bin es anwerfen. Ja, da wird der Trainer zufrieden sein, wenn die Bayern sonst für die hauen ihre Bälle und sonst wo einwerfen. Mein Gott. Wieso gab das vorhin? Kein Elfer. Hau jetzt den Ball weg, na endlich. Aus, aber schaut, der sind jetzt zwei verschiedene Trainer, ne? Stimmt. Die sehen gar nicht gleich aus. Die sehen auch irgendwie den Klopp. Von die Haare her und vom Aussehen sehen die auch anders aus. Aber das sieht man leider nie nahe. Gegen einen Bayern-Spieler. Ja. Hm, was habe ich hier schon wieder gemacht? Die Götze haben gefault. Ich habe eigentlich... mal nach. Oh ja, okay. Könnt ihr mal eine schöne Formation hier sehen? Götze ist schon eine wunderschöne. Seine Raute. Hm. Wir machen jetzt fertig. Und kann ich jetzt kein Lied mehr auswählen? Finde ich blöd. Ja, weil du gerade nicht spielst. Ja, weil du gerade in einem Spiel bist. Ach so, ich bin gerade in einem Spiel. Okay. Das ist immer der langweiligste Teil bei FIFA. Naja. Naja, Dreierwechsel noch jetzt nicht. Der Mario. Der Trainer gleich doppelt aus. Reus und Götze gehen raus. Und da hat er ihn und da hat er ihn und da hat er ihn angenommen. Nein, finde ich nicht. Ich laufe nämlich immer über den Rand. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Richtig gut, richtig gut, richtig gut. Und er bricht raus, die Fans. Das gibt's doch nicht. Der kommt einfach raus und nimmt mir einfach den Ball. Alter, du schießt zu früh oder zu spät? Ja, das ist immer so. Nein, gib Gas, gib einfach Gas und niete die um. Oh, oh. Schon wieder nur Freistoß, oder? Aber eine rote Karte, deine erste rote. Wow. Oh ja, das war. Gerade so vorm Elfmeter, gerade nach Freistoß. Richtig, richtig knapp. 21 Meter. Ich stelle mich jetzt mit in die Mauer. Nein, ein bisschen so hier. Nein, das sieht der Neuer ja nicht. So bleibe ich mit in der Mauer. Und jetzt laufe ich weg und jetzt laufe ich weg. Und. Tja. Knapp, knapp, knapp. Aha, ausgedrückt. La 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 la. La 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 la. Ich laufe jetzt hier durch und pass. Man hat jetzt gar nicht gesehen, wie er rausgegangen ist. Das fand ich ja dumm. Oder hast du es übersprungen? Wie er rausgegangen ist. Na, wie er rausgegangen ist, der mit der roten Karte. Der ist mir nie gezeigt. Schade. Das hätte ich jetzt gerne mal gesehen, wie das animiert ist. Naja. Also ich glaube, es wird nie gezeigt. Hm? Ich glaube, es wird nie gezeigt. Ja. Das wäre ja aber dann mehr Arbeit. Und würde ja FIFA 60 Euro kosten. Schlecht. Nicht nur 50. Wobei nur. Ich finde FIFA vor allem voll überteuert. Okay, es ist sau viel Arbeit, die ganzen Dinger zu fotografieren und dann Computerbilder davon zu erstellen. Aber trotzdem. Ich muss auswechseln. Weil ich das jetzt.
Das war jetzt gerade eine Galaxie. Wo wir jetzt gerade herkommen. Jetzt fliegen wir über die Trainer hinaus. Julian Schieber. Hat er sich verletzt? Nein, der kommt jetzt rein. Von Lewandowski, der hat sich verletzt. Lewandowski, der ist gut. Es ist gut, dass ich den Hügel haute. Was denn nicht? Was dann? Hat sich gezerrt. Einfach nur. So. Ja. Ach so. Komm, 13-0 geht noch. Nein, das geht nicht. Nein. 3-0. Das gibt's nicht. Von dem gerade erst eingewechselten Kevin Großkreuz. Der läuft da mal so 10 Runden. Nicht schlecht. Krass. Schießen die einfach noch ein Tor und der Neuer hat keine Chance, den zu halten. Keine Chance. Schaut euch die Fans an, wie sie jubeln alle. Schaut euch die Fans an. DFB-Pokalfinale letztes Jahr hat er auch Dortmund mit großem Vorsprung gewonnen. Wie viel? Auch 3-0? Nee. Ich bin mir nicht mehr sicher. 5-1 oder 5-2 oder so. Und da sprintet er. Wieso nicht noch einmal? Dortmund wieder als Außenseiter rein. Hätte ich auch nichts dagegen. Das war's. Das war's für heute. Und für... Ja, wir wünschen den Mannschaften viel Glück im Champions League Finale und hoffen mal, dass die Bayern nicht so ablosen. Der Neue. Ja. Und ja. Schaut's euch an, das Champions League Finale, und schaut euch erst auch unseres hier an und schaut euch mehr Videos von mir an. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich hier abonnieren, und jetzt kommt gerade ein Alarm auf mein Handy. Scheißegal. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, wenn die hier so schön ausgelaufen sind. So, das war's jetzt. Wir können uns ja nochmal kurz die Übersicht anschauen, oder? Ja. Gut. Mal schon die Spielebewertungen. Lewandowski am besten. Und bei dir der Neue am besten. Der Neue, wow. 9,3, krass. Okay, die Tore. Also Reus, Lewandowski und Großkreuz. Großkreuz. Torvorlagen, Sahin 2 Vorlagen, Lewandowski 1. Und erfolgreiche Flanken, bei dir leider gar keine. Und bei mir machen wir nicht. Also es geht so weiter. Bei mir 3 Flanken, 2 erfolgreiche von Lewandowski. Und eine von Blaschikowski. Und die gewonnenen Zweikämpfe. Auch bei Dortmund ganz klasse. Auch der neben Subotic. Und bei dir der Jerome Boateng. Wer ist der? Jerome Boateng, glaube ich. Pff, komischer Name. Ja. Das war's jetzt hier auch. Weiter. Ja. Spielinfo können wir mal auch noch kurz anschauen. Das ist ja dasselbe im Prinzip. Ja, aber das ist nicht dasselbe wie jetzt am Anfang. Ein bisschen was hat sich hier getan. Ja. Danke fürs Zuschauen, und ich würde sagen, ciao. Ciao. Ciao.